Als der Trendbeobachter bin ich völlig überzeugt, dass es mehr Spaß macht, attraktiver ist, zu verändern, als verändert zu werden. Gleichzeitig glaube ich, dass es eine Führungsaufgabe ist, kein Wahlfach. Veränderungen zu kennen, sprich Megatrends, die wirklich auf uns zurollen. Und sich dann Gedanken zu machen, was ich damit mache. In meiner Organisation, in meiner Agentur. Schlussendlich müssen nämlich Sie als Führungskraft für ein attraktives Umfeld sorgen, für ein attraktives Umfeld, das tatsächlich auch zukunftsfähig ist. Und das hat eben ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun. Jetzt haben wir die Situation, dass einerseits Geschwindigkeit Kernkompetenz ist und andererseits der demografische Wandel dafür sorgt, dass die Arbeitstiere aussterben. Wir müssen die Haltungsbedingungen ändern. Was schätzen Sie denn, wie viele Haushalte haben in Ihrer Stadt keine Kinder in Prozent? Wie viele Haushalte haben zum Beispiel in Frankfurt, Heidelberg, Saarbrücken, Berlin, Wien oder in Zürich keine Kinder? Das sind Zahlen, die echt beeindrucken. Zumindest die meisten von uns. Der demografische Wandel ist ja scheinbar auf allen Schirmen dieser Welt. Wissen wir alle Bescheid, ja, Deutschland wird älter. Aber dass es so extrem ist, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Wenn man jetzt die Kette weiterentwickelt und wirklich mal überlegt, was passiert, wenn es so wenig Kinder gibt, dann ist schon interessant, dass Sozialpädagogen sagen, dass Kinder das emotionale Zentrum von Familien sind. Die Frage aber ist, ob die Kinder das aushalten. Damit ist gemeint, dass Kinder Marktteilnehmer sind. Ja, dass Kinder heute keine Kinder mehr sind, sondern dass jeder Kindergeburtstag ein Motto hat. Ja, dass Kinder unheimlich behütet und beschützt und auch gepampert werden. Und dass durch diese Marktteilnehmer ganz andere Produkte möglich sind. Völlig andere Preisklassen möglich sind. Ja, ob es jetzt eine Diesel-Jeans ist, die für 300 Euro verkauft wird, ein Kinderwagen für 1600 Euro, der ein Vordach hat, ja, der Vater sich die Felgen aussucht und das Ding Scheibenbremsen hat. Oder Badesalz. Badesalz wie sowas hier, das dann ungefähr 1000% mehr kostet pro Bad, als wenn man das Material, das Produkt im großen Eimer kaufen würde. Und wenn wir jetzt mit gesundem Menschenverstand 1 plus 1 zusammenzählen, dann ist klar, dass diese Menschen, die jungen Menschen, die in unsere Organisation kommen, in ihre Agenturen, eine unheimliche Anspruchshaltung haben. Glücklicherweise auch ein unheimliches Selbstbewusstsein. Aber die Mischung wird natürlich ganz brisant, weil man dann wirklich davon ausgehen kann, dass diese Menschen eher die Firma wechseln, als sich anzupassen. Und dann haben wir die Situation, dass diese Menschen dann tatsächlich nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Wenn wir also beides nochmal zusammenpacken, ja, die Geschwindigkeit, die notwendig ist, und die Anspruchshaltung der neuen Arbeitnehmer in unserem System, dann ist klar, wir brauchen eine veränderungsfreundliche Unternehmenskultur. Wir brauchen ein Miteinander, wo alle sich freuen, wenn sich alles wieder verändert. Mit einer veränderungsfreundlichen Unternehmenskultur meine ich auch eine zukunftsfitte Unternehmenskultur. Und in so einer leben lieber Heldenhasen als Angsthasen. Davon gibt es schon genug. Ja? Ohren anlegen, warten oder weglaufen. Deutlich spannender ist, Heldenhase zu sein, auf Spannung zu sein, Veränderungen zu beobachten, Megatrends auf dem Schirm zu haben, aber relativ entspannt zu sein, ja? Weil Megatrends ja nicht über Nacht kommen. Wir haben genügend Zeit, um zu erarbeiten, was das für Ihr System bedeutet, ohne dass Sie Angst haben müssen. Und dafür braucht es drei Dinge. Erstens müssen Sie sowas systematisch angehen, nicht zufällig. Zweitens brauchen Sie Rahmenbedingungen, die dafür einzahlen, dafür passen. Und drittens muss der Umgang untereinander nach oben auf der gleichen Ebene genauso wie nach unten ganz genau geprüft werden. Eine zukunftsfitte Unternehmenskultur zu etablieren,
ist auch eine Frage der Konsequenz. Es geht natürlich um Gewohnheiten, die dann wirklich 6 bis 9 Monate überarbeitet werden müssen, bis sie wirklich automatisiert im neuen Stil ablaufen. Es geht um die Anpassung von Kapazitäten. Es geht um neues Wissen, um neues Können. Aber eben systematisch und nicht zufällig. Zweitens, die Rahmenbedingungen. Wenn wir die verschiedenen Instrumente anschauen, Urlaub zum Beispiel, geben Sie doch unbezahlten Urlaub, 40, 50 Tage im Jahr, kostet Sie nicht direkt Euros. Oder auf der anderen Seite, bezahlten Urlaub, geben Sie doch Ihren Arbeitnehmern so viel bezahlten Urlaub, wie Sie gerne hätten. Interessanterweise wird gar nicht viel mehr gefordert. Statussymbole, gehen Sie doch ran in Ihre Flotte, anstatt 3er BMW, Smart oder Mini. Anstatt 3er BMW, E-Bike oder Fahrrad. Natürlich geht es um Statussymbole, deswegen muss vielleicht ein Radständer ins Foyer, damit der Ego-Trip dann auch wirklich gelebt wird. Privilegien. Ein Homeoffice ist heute ein Privileg, das ist im Grunde der ultimative Luxus. Oder der Status eines gesetzlich Krankenversicherten durch eine Zusatzversicherung in eine private Krankenversicherung. Hat sogar den Vorteil, dass der Arbeitnehmer dann schneller, tendenziell schneller wieder auf der Arbeit ist. Und abschließend die Arbeitsmodelle. Ja, damit meine ich Führungskräfte in Teilzeit. Und zwar auch so, dass die Betriebsrente weiter bezahlt wird und eben nicht das System dabei kollabiert. Damit meine ich ältere Mitarbeiter oder Migranten oder ganz spezielle Zielgruppen, um spezielle Kunden zu bedienen. All das sind verschiedene Varianten, wie die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um ein zukunftsfittes System aufzubauen. Und drittens, der Umgang. Und natürlich hat der Umgang auch ganz viel mit Führung zu tun. Und dazu gehört vielleicht die Selbstreflexion vom Top-Management, ob sie wirklich einen Hofstaat brauchen. Oder ob sie eher die Nähe brauchen, um dann tatsächlich Mitarbeiter abzuholen. Um dann wirklich vorzuleben. Und zwar schon ab dem Bewerbungsgespräch. Natürlich ist es notwendig, dass Sie Ihre Bewerber online scannen und schon wissen, welches Hobby der Bewerber hat und eben nicht erst nachfragen müssen. Dass Sie natürlich Ihren Chefparkplatz aufgeben, denn wenn Ihre Mitarbeiter so wichtig sind und Ihre Kunden so wichtig sind, warum haben Sie dann den besten Parkplatz? Dazu gehört auch eine gewisse Kalibrierung, ja, so Themen wie Gamification. Sind die wirklich so böse, wie sie gemacht werden? Entscheidungsprozesse, die zum Beispiel ganz eng zusammenhängen mit Meetingkulturen und solchen Themen. Naja, ich kenne so manche Organisationen, die so eine Meetingkultur betreibt, dass es auch eine Art von Bürokratie ist. Und es ist einfach interessant und attraktiv, Entscheidungsprozesse zu haben, die eben schnell sind, die auch wieder Korrekturen zulassen. Sprich, sie müssen streiten lernen, übrigens auch ihre Kollegen untereinander, ohne sich gleich platt zu machen. Im Gegenteil, ich glaube, dass sie Fehler machen müssen. Nicht nur um zu streiten, sondern um schnell zu sein. Wenn ihre Teams keine Fehler machen, sind sie nicht schnell genug. Infolgedessen gehe ich her und behaupte, sie müssen ihre Mitarbeiter befördern, wenn sie Fehler machen. Es gibt kein Recht auf Glück, aber es gibt mittlerweile ein unheimliches Streben nach Glück. Vor allem von jungen Menschen. Gleichzeitig gibt es einen Bedarf von Managementseite, dass sie schnell sind, dass sie flexibel sind, dass sie mit Veränderungen permanent umgehen. Und genau diese Zusammenführung, die meine ich mit zukunftsfittem Umfeld. Denn das können sie natürlich beeinflussen. Erstens durch die Ernsthaftigkeit, durch das Systematische. Zweitens durch die Rahmenbedingungen. Und drittens durch den Umgang zwischen allen Ebenen und auf den gleichen identischen Ebenen. Dankeschön.